So brauch ich ja mal einen Sachsen, ne? Du machst mal einen Sachsen! Das ist ja ein Ding! Ich war in Sachse. Ich hab doch gesagt, du wärst mal in Sachse, ein Respekt. Ja, tschüss, mal, wenn da eine Nagelbank gewesen wäre, ich jetzt gerade was erlebt gewesen. Dann hättest du mit mir gerade mal Paul nicht essen können. Jetzt kannst du erstmal abholen, du musst halt ziehen. Nee, und ich war. Ja, war es Übergang. Oh nein! Och nö! Ja, irgendwie sollte der jetzt mit 69 FPS auf dem Computer. Hab's dir gesagt, also. Das gesagt, der will uns ärgern, der Computer. Also nennt sich Hags und Steckert. Wunderschönen guten Tag, Leute, zu Eistierfreaks TV hier. Jetzt hier sind wir. Und diesmal machen wir hier mit unserem Lamborghini machen wir. Wir sind auf der Jagd! Genau. Oder wir sind die Gejagten. Nein, ja, ja doch, wir sind die Gejagten. Ja, nein, was, was denn jetzt? Ja, nein, keine Ahnung. Eilig mit, das ist. Nein, das werden wir nicht erwähnen. Nein, wir werden es nicht erwähnen. Wir bleiben normal. Das meine ich doch auch gar nicht. Das heißt unser PC. Das Spiel ist vor uns abgeschmiert, deswegen sagen wir auch kein Tschüss mehr oder sowas, wenn eine neue Folge kommt. Das passiert uns leider bei dem Spiel mittlerweile. Sehr häufig. Ja, komischerweise passiert es etwas öfter. Wir sind 7 Minuten mit dem Polizisten spielen, also so. Ich rate momentan hier nur. Ja, du rast hier so ein bisschen weg und ich komme hier gar nicht mehr her. Und davor ist eine Bestrafenquelle und. Oh, diese Farbe. Was zum Teufel? What the hell? Geh nach dem Chess. Du Chess. Die Armee ist da. Die rote Gelbe, rote Gelbe. Wo siehst du rot? Das ist gelb. Die gelbe Armee ist da. Die gelbe Armee. Fahr rein da. Fahr nicht rein, lass mich. Bist du Tschüss, mein Junge? So, siehst du. Und da willst du sagen, hier ist was. Hier ist. Da hinten sind Nagelbänder. Schock mich nicht, aber ich hatte. Der österreichische bayerische Maus, ich harte auf der Nase, bis du stirbst, du kleines Dummslack. Bayerisch im Schmerz. Bayerisch im Maus. Das ist voll geil, wäre, wenn man quasi das Spiel so aufnehmen kann. Zum Beispiel bei Counter-Strike gibt es ja sogenannte Demos. Und du nimmst quasi das komplette Spiel. Damit auf. Leck mich doch im Arsch, wie viele Straßensperren denn noch so, weil ihr habt ja mehr wie in Österreich! Weil dann könnte man nämlich. Ich hab dich in Österreich. Alles nette da, ja? Dann könnte man nämlich das Rennen in anderen Perspektiven aufnehmen, zum Beispiel wenn der Wagen wegfliegt mit dem Rams, dann sieht man halt, wie der Wagen da steht, und man rammst du dich und man fliegt den nur so weg. Der Sicht jetzt extra so cool. Ich muss ja da einen Schuh gefahren. Ihr seid so blöd. Das wäre, das hätte was, ja? Also Leute, falls wir hier im Video irgendwann unsere Stimmen irgendwie ändern sollten, wie gerade dieses Österreich oder zum Beispiel irgendwas anderes. Das dürft ihr nicht ernst nehmen, Leute, gell? Das machen wir gerne. Wir haben nichts gegen Österreich, wir haben auch nichts gegen irgendwelche. Sagen wir mal Türken oder Polen oder so. Genau. Ihr seid herzlich willkommen. Wir hoffen, ihr guckt auch unsere Videos, aber es. Alle wenn wir uns aufregen, dann machen wir das einfach so, aus Spaß. Ja, ihr dürft das nicht ernst nehmen. Also, ihr sagt, die haben was gegen uns. Nein, wir haben nichts gegen euch. Ihr seid total cool. Also wenn wir uns mal aufregen und sagen, aus dem Weg da, ich bin Murat, dann nicht. Das ist Murat, du. In die Schande. Dann nicht ernst nehmen und sagen, der hat Murat gleich. Nein, das wollen wir nicht, Leute. Wir wollen einfach nur Spaß haben. Das passiert halt mal so. Ja. Wir können es so machen, wenn euch das gefällt. Dann ist okay. Wenn ihr natürlich sagt, das stört mich oder den einen anderen oder meinen Kumpel, der erfüllt schon drückt, dann schreibt es in die Kommentare, dann lassen wir das. Ja? Es ist halt nicht so einfach und wir werden es lernen. Ganz einfach. Tschüss, Mann, fliegende Polizisten hier. Mein Gott, das ist ja hier wie auf dem Flohmarkt. Auf dem Flohmarkt? Polizisten? Ja, Spielzeugpolizisten. Echt, Polizisten fliegen? Das sind aber erstmal die kleinen Kinder, die dann mit sehr schön. Dass du nicht abkommen kannst irgendwie. Alter, ich sauf hier aus dem Hitfunk wieder fast hier. Schon geil. Hörst du nicht, als hätten wir noch 8 Liter oder so? Komm! Okay. Die liebe Gewalt! Ja, wie gesagt, wir mögen alle Kulturen. Also, wie gesagt, nicht nur. Hey!
gell? Von meinem Hinterteil weg! Schwör, Junge! Schwör! Also nicht ernst nehmen, Junge. Wenn ich so rede und so nicht Harry. Gerade bin ich Harry. Neben mir sitzt mein lieber Kollege Murat. Vorsicht! Genau deswegen, Junge. Alter, was sagt eine halbe Stunde vorher? Vorsicht! Lass mich da durch! Zu einer halben Stunde vorher. Ach du Sperre. Nicht 30 Sekunden vorher. Ach du Sperre. Warte nicht gerade. Alles cool. Okay. Wir können auch reden. Was können wir denn noch? Wir können Bayerisch, können wir, Hessisch können wir zum Beispiel gar nicht. Wir kommen aus Hessen, aber wir können kein Hessisch. Wir können aber versuchen, ein bisschen. Nein, das kann ich nicht. Ich wollte gerade so ein bisschen Chinesisch reden. Oder? Ich kann. Da kann man, da kannst du vergessen. Wollte das L. Oh, ich dachte gerade, da ist ein Ding. Nee, ich wollte gerade das L. Das R wird wie ein L betonen. Ach, da haben wir die halbe Jahre. Was aber nicht so gut funktioniert hat, weil ich dann irgendwie genüsselt habe. So, ich wollte mal kurz hier einen bahnbrechenden Rekord schaffen. Gar nicht im Tunnel. Guck mal, wie ein ICE momentan. Tschut-tschut! Tschut-tschut! ICE mit Tschut-tschut. Ja, kenn auch nur ich. Tschüss mal. Tschüss mal. Nee, so einen anderen Dialekten reden ist ein bisschen schwieriger, wir können nur so ein bisschen türkisch hier. Hessisch geht zum Beispiel gar nicht. Was geht noch nicht? Oh, der ist weg! Ey, du bist bestimmt 10 Meter hochgeflogen. Zumindest sah es so aus. Bayerisch kann man immer gut reden. Ey, Bayerisch geht immer. Bayerische Leberwurst. Bayerisch, das ist hier wie das Ozapf ist losgeht aufs Oktoberfest, mein Freund! Na gut, das weiß ich nicht, Bayerisch, aber. Denkst du, ich bin immer noch 6? Ist gesagt, die konnte ich nicht. Komm, ich dir mal gerade mal eine Geschichte erzählen. Du kommst mal wieder! Das ist so eine Sache, das geht nicht, nicht. Das ist eine Frage, wie wenn ich nützlich reden könnte. Nicht, das ist eine Sache, die geht überhaupt nicht. Okay, genau, was ist los? Nee, und da kommt ich gerade mal eine Geschichte erzählen von mir, wie ich in Sachsen war. Tschüss! Das ist Mann! Aua! So brauche ich ja mal in Sachsen, ne? Du warst mal Sachse! Das ist ja ein Ding! Nee, ich war. Nee, nee! Ich war hier Sachse, ich war in Sachse! Ich hab doch gesagt, du wärst mal in Sachse, ey, Respekt! Ja, tschüss, mal, wenn da eine Nagelbank gewesen wäre, ich jetzt gerade was erlebt. Da hättest du mir gerade mal Paul nicht essen können. Jetzt kannst du erstmal abholen, wenn du hast einen Sinn. Nee, und ich war, wie gesagt, in Sachse und war da bei Megas und wollte ein Mac-Menü, wollte ich mit. Ja! Hallo, oben rum! Ist die? Ja, nimm dich mit! Ja? Wurde schmeckt Menü mit, nicht mit Cola, sondern mit. Warum redest du aber mit der Ukrainisch? Ja! Hallo! Sperrt ihr die ganze Straße ab! Wo lebt ihr? Auf welchem Planeten? Ja. Das war ein sächsisches Türkisch. Nein, und da wollte ich, sächsisches Türkisch. Alles klar! Verarsch mich! Ja? Sechs Deutsche. Alter, was hast du genommen? Keine Ahnung. Nein! Hör auf! Mein, aber danke! Jetzt darfst du. Da wollte ich ein Mac-Menü kaufen. Schließ jetzt, ich bin schon wieder am Türkisch. Red normal bitte, jetzt mal normal. Okay, dann wollte ich ein Mac-Menü kaufen. Ja. Nicht mit einer Cola, sondern mit einem Milkshake. Das konnte man damals ja auch. Und das ist immer noch von Weißkleid. Und wie gesagt, ich sag dann zu dem Verkäufer, doch. Ja? Doch, erstmal! Doch, erstmal! Ich weiß nicht, ob sie wussten, aber ich hab keine Milkshake. Ich bin durch ihn gefallen. Der hat sich gebeten. Ich hab das gesehen. Ich hätte gerne ein Mac-Menü mit einem Vanille-Milkshake. Aber ich so gesagt, ne? Lecker. Hab gesagt, okay. Sondern ich guck halt auf diese komische Anzeigetafel. Steht da Mac-Menü plus Cola. So, ich sprich nur nochmal. Entschuldigung. Ich wollte keine Cola. Ich wollte Milkshake. Ja. So, hat er irgendwas wieder gesagt, aber ich nicht verstanden.
Zentrale, wir haben hier vielleicht einen guten Verdächtigen. Du fängst schon wieder an, Türkisch zu reden. Du hast gesagt Deutsch. Entschuldigung. Hab ich gesagt? Ich hätte gerne ein Menü mit einem vanillischen Milkshake. Ja. Nichts Cola. Keine Cola. Das ist wieder so. So, und da willst du unsere. Auf irgendeiner Folge, die Zuschauer darauf waren, dass wir irgendjemand die Sprache ändern können. Du änderst die Sprache momentan in Sekunden. Also, was? In Sachsen am Mac ist, wolltest ein Mac-Menü haben, wolltest aber mit dieses Mac. Vanille-Milkshake. Genau. So, und ja. Da stand halt auf der Kasse Cola. Finish! Und dann habe ich den darauf hingewiesen. Noch 9 Minuten. Ich wollte keine Cola, ich wollte Vanille-Milkshake und dann hat er irgendwas gesagt. Und ich habe es nie verstanden. Ich habe dann nochmal drauf angewiesen und dann hat er wieder irgendwas gesagt und dann habe ich es wieder nicht verstanden. Und dann habe ich mir gedacht, okay, dann nimmst du halt eine Cola. Ja, im Endeffekt hat er mir doch einen Vanille-Milkshake gegeben. Das war nur so ein bisschen. The fuck. Manche Dialekte verstehst du sehr schlecht. Genau, und das war eigentlich mein Ziel der Geschichte. Einen der Dialekte, die du überhaupt nicht so richtig verstehen kannst, wo du fragst, bitte was? Ist Schweiz. Schweiz? Schweiz ist richtig geil, aber die haben einen Dialekt. Wenn du davor stehst. Ey, wat? Was hast du gesagt? Bitte wat? Komm in Bibel! Tschüss mal. Schönes Auto. Und ich weiß es nicht. Und Schweiz ist Nein, das ist in Bayern! Schweiz ist ein Dialekt, der ist extrem schwer. Da kann man jetzt auch nicht einfach sagen, ich fahre jetzt mal in die Schweiz und lerne den Dialekt. Den kann man lernen, aber das dauert eine Weile. Ich sag mal so, wir kommen aus Hessen. Wir können kein Hessisch. Ja? Aber auch nicht schlimm. Das schüttert ein bisschen. Ein bisschen. Das ist ein Dodge. Von vorne sah es auch aus wie ein Dodge. Aber sieht von hier, warte, zack. Von hinten sieht er ein bisschen anders aus, gell? Überlegen wir mal. Hallo, hallo, Frau Müller! Wir machen ja Mautstellenrennen! Ja, das müssen Sie mir mal sagen! Ich habe keine Ahnung, da hängt doch nichts drauf. Doch, es ist eine Dodge Viper. Woran ich das erkenne, wenn du mal ein bisschen näher rangehst, guck mal auf das Zeichen. Was siehst du da drauf? Eine Schlange. Eine Schlange mit zwei Fangzähnen. Stimmt. Also ist es eine Viper. Also Dodge. Yo, geil. Sehr cool. Auch so kommt man auf Autos. Mann, hab ich gut geraten, aber eben. Du warst konkret. Ich bin Bernhard ist nicht bayerisch. Karl Gustav Medermann, hä? Also wenn jemand einen bayerischen Namen hat, schreibt den doch bitte in die Kommentare. Aber nur einen. Nein, zwei, wir brauchen zwei. Wir brauchen zwei. So, nicht vergessen, ich bin mit ihm. Der Himmel ist der Sascha, der gerade fährt. Servus. Schreibt doch bitte noch drauf, wer welchen Namen haben. So. Obwohl, wir kloppen uns einfach rum. Wäre voll geil und so. Alter, mach mich nicht nass. Alter! Jetzt kommen wir wieder vom Österreich. Wir kommen auf die Kurve. Ah, tschüss. Das war kein Dialekt, das war mein Dialekt, den kann ich selbst. Das war der sassische Dialekt. Sassische. Haben wir eigentlich unseren. Ja, haben wir eigentlich eine Geheimsprache? Ja, eindeutig. Tschüss, Mann. Tschüss, Mann ist eine Geheimsprache. Das beinhaltet sehr viele Worte. Ja. Mausecode. Mausecode. Mit der Bulle. Ey, am Arsch, ich hab ne Dodge, hau ab! Will nicht! Nee! Hey! Schira! Hör mal nicht die Sicht! Das ist... Showmaster in Hurensohn.